Hallo und willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal Ausgewandert nach Polen. Jetzt möchte ich euch mein kleines Lieblingscafé hier in Lublin mal etwas näher bringen und auch mal zeigen. Denn das Café ist nicht nur klein und gut, sondern genau neben dem Café, direkt vom Zugang Café, kann man in ein Theater einmal rein. Das Gebäude, das komplette Gebäude, Café und Theater, steht seit 1889. 1889. Also 1889. Ja, seht ihr auch alles gleich im Video. Nach meinem Intro, dann geht's auch gleich los. Also bleibt dran. Ja, hallo, willkommen oder auch willkommen zurück hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin jetzt hier am Platz des Cafés, welches ich auch gleich von innen einmal zeigen möchte. Hier ist einmal der Außenbereich. So. Und das Schöne ist, wie gesagt, hier vorne habt ihr die Kirche. Ja, und nach dem Kirchenbesuch könnt ihr auch hier einmal ins Café. Danach, ihr könnt Kaffee und Kuchen könnt ihr essen. Ihr könnt natürlich auch Mittagstisch essen. Am Ende des Videos zeige ich euch dann noch einmal die kompletten Sachen, die wir hier im Café, beziehungsweise die ihr hier im Café alles haben könnt. Hier, wie gesagt, noch einmal der Außenbereich von dem Café. Und zwar hier seht ihr nochmal den Straßennamen. Den blende ich euch unten auch nochmal ein. Ja, und hier vorne geht es auch noch weiter. Da habt ihr auch noch Lokale, wo ihr auch gerne auch mal ein Bierchen trinken könnt. Also bleibt dran, gleich geht's weiter im Innenbereich vom Café und ich hoffe mit einem kleinen Interview mit dem Inhaber. Hallo liebe Freunde und ganz kurz, es halt hier so ein bisschen. Und zwar, ich bin hier in einem Theater, was direkt am Café anschließt. Mir wurde jetzt erlaubt, unten hier im Erdgeschoss einmal zu filmen. Ja, wie ihr seht. Ja, ich zeige euch dann einmal noch ein paar Bilder. Ich hoffe, ihr versteht mich so einigermaßen. Ich kann nicht ganz so laut sein. Ihr seht jetzt aber ganz kurz, das Theater ist von 1886 hier in Lublin. Genau wie das Café. Es ist das älteste Gebäude hier in Lublin. Hat also den Ersten und Zweiten Weltkrieg überstanden. So sind historische Personen, sind hier. Jetzt, liebe YouTube-Besucher, wenn ihr wisst, wer diese Person ist, schreibt das doch bitte einmal in die Kommentare. Es könnte eventuell ein Präsident sein, muss aber nicht. Jetzt geht es mal weiter hier. Wie gesagt, ich habe die Erlaubnis, hier drinnen zu filmen. Aber ich möchte jetzt auch. Ihr seht hier die Sitzbezüge, ist alles in Rot, in Weinrot und in Samtstoff. Ja, ich werde mal versuchen zu verlinken, wann hier die Theateraufführungen sind. Wie gesagt, schaut euch mal die Kronleuchter hier an.
Und wie gesagt, riesengroß. Ja, und da vorne geht es dann hier auch gleich ins Café. Und dann zeige ich euch auch gleich noch ein paar Eindrücke aus dem Café. Also bleibt dran. Marco, sì, grazie a tutti, per conforto, invece, no? Ma...